Die Lebenshilfe Region Judenburg ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung und wurde im Jahr 1976 von einer Gruppe betroffener Eltern als erste unabhängige Bezirkseinrichtung in der Steiermark als Verein gegründet. Sie bietet Menschen mit Beeinträchtigung ein Zuhause und unterstützt Angehörige in der Betreuung. Im kommenden Beitrag legen wir das Augenmerk auf das Autismuszentrum Region Obersteiermark West und geben einen Einblick in den mobilen Dienst Interdisziplinäre Frühförderung. Die Lebenshilfe Region Judenburg ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung und wurde im Jahr 1976 von einer Gruppe betroffener Eltern als erste unabhängige Bezirkseinrichtung in der Steiermark als Verein gegründet. Mit dem Autismusbehandlungszentrum Obersteiermark West ist das neueste Wunschkind der Lebenshilfe Region Judenburg nun seit 1. Oktober Realität geworden. Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung des Gehirns. Autismus ist nicht heilbar, jedoch linderbar in seinen Symptomen durch Therapie. Und zu den Symptomen zählen Schwierigkeiten im Umgang mit Mitmenschen, Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen sowie der starke Wunsch nach gleichbleibenden Strukturen und Tätigkeiten sowie Spezialinteressen. Das Autismuszentrum Judenburg bietet Information, Beratung, Diagnostik, Therapie sowie Fortbildung im Bereich Autismus. Für betroffene Angehörige ist das Autismusbehandlungszentrum Obersteiermark West eine große Erleichterung im Alltag. Wir sind sehr dankbar der Lebenshilfe, der Frau Magister Beinhold. Wir sind sehr erleichtert, dass wir uns die Fahrten nach Graz mittlerweile sparen. Es wäre sehr anstrengend mit dem Lennox. Generell die lange Fahrt. Er hat die Möglichkeit, dass er sich von jedem Sitz befreit. Es war immer mit einem Risiko verbunden, wenn man dann alleine unterwegs ist. Und ich glaube, dass dieses Angebot, ich kenne sehr viele Mütter, die genauso betroffen sind wie wir. Alleine 2014 sind 5 Kinder, glaube ich, in Fonsdorf an Autismus mit dieser Diagnose gestellt. Und ich glaube, in diesem Umfang sind alle sehr froh, dass wir jetzt nicht mehr nach Graz fahren müssen. Interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung ist ebenfalls ein mobiler Dienst der Lebenshilfe Region Judenburg. Die Frühförderung arbeitet zu Hause bei den Eltern, das heißt in der familiären Umgebung des Kindes. Und die Eltern sind auch ein wesentlicher Bestandteil in unseren Einheiten, das heißt die Eltern sind bei den Einheiten des Kindes aktiv im Geschehen dabei. Das Ziel der Frühförderung ist, ressourcenorientiert zu arbeiten, das heißt an den Stärken des Kindes zu arbeiten, um eventuelle Defizite zu vermindern und zu verhindern. Die Selbstständigkeit des Kindes steht im Mittelpunkt der Entwicklung und unserer Förderung. Menschen mit Beeinträchtigung haben das uneingeschränkte Recht, ein Leben entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten, Wünschen und Bedürfnissen in Würde und Achtung zu führen. Der Lebenshilfe Region Judenburg ist mit diesem Autismuszentrum der Frühförderung und Familienbegleitung ein weiterer Meilenstein gelungen. Dank unserem tollen Mitarbeiterteam kann mittlerweile die Lebenshilfe Region Judenburg ein Komplettangebot von der Geburt bis ins hohe Alter abdecken. Aber unser Dank gilt nicht nur unseren tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch der Politik und allen voran unserer Landtagspräsidentin und Abgeordneten Gavi Kolar. Durch ihre Unterstützung für die Region konnten wir dieses Autismuszentrum hier realisieren. Wir hoffen auch in Zukunft, möglichst viele Menschen zu unterstützen und zu begleiten. Die Lebenshilfe Region Judenburg bietet Menschen mit Beeinträchtigung und deren Angehörigen Hilfestellung, Beratung und Information in allen Lebenssituationen.